Jetzt. Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal und heute der 24. Dezember, das letzte Video im Halbzember, natürlich mit Sascha und Nico. Jetzt wird's peinlich. So, wie funktioniert jetzt wird's peinlich? Ganz einfach, spendet hinter der Kamera, stellt uns Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt und dementsprechend werden wir dann die Schilder hochheben, entweder einfach Peter, Spendi, wahrscheinlich Spendi, Sascha oder Nico und dann eine Kurzerklärung und ja, ganz einfach. Machen wir noch eine kurze Vorstellungsrunde. Boah. Ja, mein Name ist Peter, ich bin 26 und... 26? Behindert. Nikolas mit 24, 25 mittlerweile. Operation. Hi, ich bin Sascha, 24 und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Wer würde eher Dünnschiss für eine Million löffeln? Dünnschiss für eine Million löffeln. Okay, ich hab eine. Genau. 3, 2, 1. Jetzt, also, Nico, warum hast du dich selber? Okay, sag mal, ich hätte jetzt ein gutes Sprichwort gehabt und zwar, ich bin ja Unternehmer und man kann erst in die Höhen fliegen, wenn man durch die Scheiße gegangen ist. Also irgendwo schon fast poetisch. Insgesamt 25 Unternehmer. Warum hast du dich selber? Digga, ich meine so für eine Million kann man es auch mal machen. Also so. Du bist derjenige von uns, natürlich hat jetzt Nico vor kurzem ein Kochvideo hochgeladen, aber du machst am meisten so mit Lebensmitteln. Dementsprechend, keine Ahnung, Peter wird safe machen. Falls da draußen ein Kooperationspartner ist, würde ich mir voll vorstellen, sorry. Perfekt. Wer würde eher wegen Geld die Crew verlassen? Ja. Oh ne, das ist gut, das ist tatsächlich eine neue Frage. Die hatten wir in der Form auch noch gar nicht dran gehabt. Warte, Jungs, lass mich raten. Dein Name steht wahrscheinlich nicht auf dem Schild, oder? Die hatten mich schon mal. Dein Name stand nicht auf dem Schild. Ja, so eine Scheiße. Nee, aber wirklich, ich will wirklich dich wählen. Warum? Du bist einfach ein geldgeiler Albaner. Was redest du da? Ey, soll ich mal noch ein Schild erstellen für Spendi? Ja. Ja. 3, 2, 1. Soll da jetzt Spendi draufstehen? Ja. Okay, ich versuch's. Nico Barisch. Warum ich jetzt komm? Alles, was mit Geld hat, Sascha zu bekreisen. Aber warum hast du Nico? Ich hab Nico. Ja. Danke! Ja, also, danke dir, wirklich sehr gut. Jetzt, wo du sagst, tatsächlich. Du hast recht. Er hat es eigentlich echt auf den Punkt gebracht, weil aus der Perspektive habe ich selber noch gar nicht betrachten können. Du hast ihm gerade die Augen geöffnet. Ja, warum hast du denn das? Schau mal, Peter, ich habe dich, weil. Jetzt hat es auch gerade bei mir Klick gemacht. Ich glaube, es ist jetzt der Anfang gekommen. Peter, du bist extrem süchtig geworden nach GTA, dieses RP. RP, ja. Wo du halt dich selber als Peter. Spielst anscheinend. Dein Bruder Dwayne steht ja hinter der Kamera. Peter Payne, einfach auf Twitch vorbeischauen. Ab Januar gehen die Streams los. Es ist auf jeden Fall Januar, übernächstes Jahr, oder? Es ist, ja. Bro, auf jeden Fall, lass mich kurz zu Ende ausreden. Yeah. Ich glaube, dass Peter halt dann uns verlassen würde, weil er so in eine GTA-Crew reingeht. Dann dann lieber in die Stadt zieht, wo die alle wohnen und dann dort vielleicht mal mit denen durchzieht. Das ist ein ziemlich ausgeklügeltes System von dir gerade gewesen. Also darauf muss man erstmal kommen. Ja, warum hast du Spendi gewählt? Ich habe Spendi gewählt, weil wer anfängt Fakes abzutragen, würde auch seine Freunde verraten. Ja, das Einzige, was Fake ist, ist das hier. Zeig doch deine Fakes. Digga, in der eigene Produktion zu gehen und den Ola Palamoli zu faken, Digga. Ja, das ist schon ziemlich wack. Spendi wurde zum Teil auf der Straße 10 Euro angeboten mit der Botschaft, hey, wenn du die Crew verlässt, bekommst du die. Spendi hat die genommen, hat die verloren, deswegen ist jetzt wieder bei uns. Ist so. Natürlich. Wer würde eher YouTube aufgeben für eine Superkarriere? Das ist ja heute echt monoton, Mann. Ey, warum? Eine Andeutung, dass du wieder ich sein soll oder was? Nee. Ja doch, du hast nur mich gewählt bis hier. Das fühlt sich falsch. Als ob ich... Ja, ich hab meine Antwort. 3, 2, 1. Nico, Sascha, Bari. Ja, perfekt. Jeder... Also ich würde mal ganz kurz anfangen. Das Thema hatten wir auch schon letztes Mal, wer sich für Geld irgendwie umoperieren würde oder so. Und da haben wir gesagt, ja, Sascha, der bräuchte einfach am wenigsten Operation, weil er einfach schon so ein bisschen so gebaut ist, sag ich mal. Und auch wie eine Frau, genau. Ja, und ich habe mega krasse Titten, einen fetten Arsch. Ja, kann man auch durchgehen. Also ich finde auch die Stripperin, die im Prinzip komplett flach sind, am allergeilsten. Ja. Ich persönlich habe dich gewählt, denn aufgrund deiner aktuellen Lage, Körperfett reichhaltig ist, sage ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, dass du das Klischee der weiblichen Rundungen am besten erfüllst. Wahrscheinlich. No front. Ich habe Lazo genommen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass Lazo das aber nicht aus dem finanziellen Aspekt macht, sondern dass vielleicht darin einfach ein neues Hobby findet. Ja, einfach weil es mir Spaß macht. Genau. Ich bin schon immer gerne an Stangen runtergerutscht. Deswegen wollte ich früher auch Feuer. Wer würde eher eine Zuschauerin daten? Zieh runter. Also wer jetzt? 1, 2, 1. Also.
Nico. Boah, ich dachte schon. Hier geht's also nicht nur um den Begriff daten. Sondern auch mehr. Hier geht's ganz um viel, viel mehr. Da will ich ganz kurz intervenieren. Viele denken ja dann so, guck mal, guck dir den erbärmlichen Wichser an. Dieser Typ, der flext irgendwelche Zuschauerinnen. So ist es nicht, ja? Es ist, nein. Die das Zuschauer sind ja, flexen dich, oder? Nein. Nein, es ist anders, weil du musst dir überlegen, es ist ja nicht so, als wären das jetzt irgendwelche Fangirls. Bei mir in der Community schauen sehr gebildete, reife, attraktive Frauen zu, die mich gerne näher kennenlernen würden. Und es ist da überhaupt kein Problem. Ich erkläre mich da wirklich sehr gerne bereit dazu. Es gibt einfach einen hohen Anmaß an Nachfrage in dem Bereich und da muss man irgendwo auch hinterherkommen. Mir fällt es ja selber nicht einfach. Ja? Genau. Wir haben gar nichts mehr dazu zu sagen. Ich schließe mich da Nikos Aussage an. Einfach danke nochmal, dass du dich aufopferst, wirklich. Eigentlich sollte man dankbar dafür sein. Ich finde eigentlich, das sollte schon fast ein ehrenamtlicher Beruf sein. Einfach ohne Spaß. Und meistens freuen sich die Zuschauerinnen so sehr, dass du es gemacht hast, dass sie sogar im Nachhinein noch heulen. nicht, weil sie dich nicht mehr meldest, sondern einfach, weil sie so unfassbar dankbar sind. Wer würde eher ein benutztes Kondom wieder mit nach Hause nehmen? Ja, normal. Waschmaschine oder Spülmaschine? Okay. Aber benutzt, ist das schon reingewichst oder noch nicht? Reingewichst, ja. Das ist wahrscheinlich aber vor allem selber. Ja, schon. Ah, ich habe eine Antwort. 3, 2, 1. Bari, Nico, Sascha. Perfekt. Also ich kann es schon mal gar nicht gewesen sein, weil... Ich will das Nico hören. Das ist ziemlich schlecht. Bist du denn in deinem Fall einfach ein Andenken an dein erstes Mal? Nico ist sehr stark, das wäre echt ein Andenken. Also ich würde es mir auch tatsächlich einrahmen. Ja? Also ich appelliere mal an den Peter, den... niemand von euch kennt, und das ist nicht böse gemeint, sondern an den Peter, der lange vor YouTuber kam. Dieser Peter hat safe mal ein Gummi mitgenommen, weil er irgendein Girl geflext hat in irgendeiner anderen Stadt, die einen Freund hatte. Der Freund kam halt nach Hause und Peter musste halt schnell los und da wurde es halt einfach angelassen, weil die Zeit nicht mehr dafür da war. Also das kann natürlich sein, ne? Das kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, der alte Peter hat nie mit Gummi. Ah, okay. Habt ihr schon mal ein Kondom? Liebe Grüße an meine Kinder. Habt ihr schon mal ein Kondom über Nacht anbehalten? Nee. Normal. Ich schon. Und? Eingependelt auszusehen. Ja, ich hab Nico Begründung, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, so ne, nach dem Feiern oder so, halt besoffen, keine Ahnung, irgendwo. Ich noch irgendwo. Also nicht irgendwo auf der Toilette im Club noch auf Luxus mit Kondom einen runtergeholt und dann mitgenommen. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Es reicht! Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den Jungs vorbei. Und ja, das war's mit dem Half-Zettel. Schaut auch bei Peter vorbei. Danke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Und ja. Wir sehen uns dann wieder im Jahr 2021. Wir sehen uns dann im Februar. Bis dann. Direkt, wenn es im Stream dann im Januar losgeht.